Einzigartige Kunstwerke aus Glas. Entworfen wurden sie von Künstlern aus aller Welt. Doch geschaffen wurden sie alle in der kleinen Glasmalerei Peters im westdeutschen Städtchen Paderborn. 68 Glasmaler arbeiten hier an verschiedensten Projekten. Eine Glasfassade für ein Gerichtsgebäude in Hawaii. Ein liegendes Leuchtband für den belgischen Künstler Joost Kahn. Die Restaurierung eines Straubinger Kirchenfensters aus dem 19. Jahrhundert. Vielfalt ist ein Markenzeichen der Glasmalerei Peters. Wilhelm Peters leitet den Betrieb in dritter Generation. Die Arbeit mit Glas ist für ihn bis heute faszinierend. Wir beschäftigen uns mit Lichtreflexen. Und ein ganz wunderbarer Satz, den mal ein Künstler zu dem Thema Glasmalerei gesagt hat, der lautet, der ist von Jan-Thorn Pricker, Glasmalerei ist mit der Sonne selbst zu malen. Und dieser Satz gibt unser Anliegen und unser Tun, im Raum gestaltetes Licht einzubringen, auf ganz wunderbare Weise wieder. 1912 gründet Wilhelm Peters Großvater Otto die Westfälische Kunstanstalt für Glasmalerei und Kunstverglasung. Er restauriert vor allem Kirchenfenster aus der Region. In der nächsten Generation unter Emil Peters bearbeitet die Werkstatt bereits erste internationale Aufträge aus Beirut und Washington. Auf der ganzen Welt gibt es Arbeiten der Glasmalerei Peters. Von Reykjavik über Irland bis Taiwan. Die Nachfrage nach moderner Glasmalerei wächst, sagt Peters. Wir glauben, Zeichen zu sehen, dass die Menschen Gebäude wieder individueller gekennzeichnet haben wollen, dass man eben auch von außen und innen den Gebäuden einen eigenen, besonderen Akzent gibt. Und dies sind für uns zwei ganz wesentliche Elemente, darauf aufbauen, zu hoffen und zu glauben, dass Glasmalerei eben auch in ganz moderner Architektur wieder mehr und mehr zum Einsatz kommen kann. Doch das Glas der Zukunft soll Häuser nicht nur bunter, sondern auch umweltfreundlicher machen, sagt Wilhelm Peters Sohn Jan, die vierte Generation im Betrieb. Das sind verklebte photovoltaische Elemente. Also es wird eine Fassade für eine Schule in Amerika, die selbst Strom erzeugt, um zu zeigen, was für moderne Techniken es auch gibt, um Strom zu spannen. Doch ob ökologisch innovativ oder kunstvoll ästhetisch. Faszinierend sind die Glaswelten der Paderborner Glasmaler in jedem Fall.